aus wie ein Hut, das Ding da drauf. So, wir sind hier nochmal mit Guido Karl, der sitzt im E-Mini. Ich zeige den Mini dann gleich nochmal. Aber was noch viel, viel spannender ist, die Geschichte des E-Minis im Bereich des Polizeiwagens. Ja, es ist kein echtes Polizeiauto, sondern ein Kampagnenfahrzeug der Kampagne Tune It Safe. Tune It Safe ist eine Kampagne des Bundesverkehrsministeriums mit den Polizeien der Länder zum Thema sicheres Autotuning. Da wird gezeigt, was ist technisch machbar und was ist rechtlich zulässig. Jedes Jahr gibt es einen anderen namhaften deutschen Tuner, der uns ein Auto zur Verfügung stellt, mit dem wir auf Messen und auf Shows unterwegs sind, um das Publikum der Tuning-Szene anzusprechen und zu diskutieren, Leute, tunt eure Autos sicher. Genau, Tuning ist ja soweit okay, aber es gibt natürlich auch einige Bösewichte dabei. Und in diesem Jahr ist es erstmalig ein Elektrofahrzeug, ein Mini, 204 PS, eine Reichweite von 250 Kilometern. Eine Ladezeit zwischen 2 und 6 Stunden, je nach Stärke der Stromquelle. Ja. Höchstgeschwindigkeit 152 km/h abgeriegelt, Beschleunigung 8 Sekunden auf 100. Gut, das hört sich ja schon mal ganz ordentlich an. Also kann man auch ein bisschen Spaß mit haben, ne? Ja. Das heißt also, Kampagnenfahrzeug fahrt ihr dann irgendwie dahin, wo die Tuner sich treffen? Wir fahren zum Essen, die Motorshow Essen oder auch zu Polizeitagen. Wenn irgendwo ein Tag der offenen Tür ist, stellen wir den Wagen hin und diskutieren mit den Leuten. Ja, wir haben ja hier in Hannover haben wir so eine Aral-Tankstelle und da treffen die sich immer und dann machen sie die dreispurige Fahren, weil da irgendwie ganz wild. Ist ja auch nicht aus Niedersachsen. Aber würdet ihr zu solchen Treffpunkten auch fahren und da einfach mal mit den Leuten? Nicht mit dem Auto, nein. Nee, nicht mit dem Auto. Aber hinfahren, reden, das machen wir auch. Ja. Gibt es da auch irgendwie Veranstaltungen, zu denen die Leute dann gezielt eingeladen werden? Oder wie kommen an die Leute ran? Wir suchen die Szene auf. Und da gibt es eben diese einschlägigen Messen, wie so eine Motorshow in Essen. Oder eben auch, was gibt es auch für Veranstaltungen? Tuner-Treffen. Oder eben auch Markentreffen. Und da gehen wir auch gezielt hin und sagen, Leute, sprecht mit uns. Ja, also der hätte da wenig Erfolg gehabt bei unserem Mini-Treffen immer. Die Wagen sind zwar getuned gewesen, aber sehr, sehr ordentlich. Okay. Da hättet ihr eure wahre Freude wahrscheinlich gehabt. Ja, noch irgendwas Besonderes, Spezielles, was ist in der Zukunft geplant, weiterzumachen, sich auch weiter in Internetforen oder wo? Die Kampagne läuft schon seit einigen Jahren, wird auch weiterlaufen. Und damit man eben immer was Neues hat, gibt es jedes Jahr ein neues Kampagnenfahrzeug. Ich bin selber schon gespannt, was nächstes Jahr kommt. Ob es mal was Hybrides wird oder wieder was rein Elektrisches oder wieder was mit Verbrennungsmotoren. Ich bin gespannt. Also das heißt, zu diesen Veranstaltungen, da wird der Mini dann jetzt dieses Jahr mit hingebracht und wird vorgestellt? Genau. Es gibt auch eine eigene Homepage von denen, tuneitsafe.de. Kann man nachlesen, wann der Wagen wo ist und kann da hinfahren, sich angucken. Ja, jetzt würde ich ja am liebsten hier eine Probefahrt machen, aber das kriegen wir noch nicht hin. Wir kommen noch nicht vom Messestand runter. Hier ist der Schlüssel. Dankeschön. Genau. Kann ich ja mal simulieren. Nee, ich finde schön. Steht mir auch gut, oder? Super. Blau geht auch. Schnell genug ist es. Ich fahre auch noch.